Da kommt echt das Ferienfeeling auf. Und wie die Ferien haben sich die letzten 15 Stunden mit Chia auch angefühlt. Zumindest meistens. Chia ist ein Open-World-Abenteuerspiel. Ich übernehme die Rolle der 12-jährigen Chia. Sie besitzt magische Fähigkeiten, mit denen kann sie in Körper von Tieren und Objekten springen. Mit ihr erkunde ich eine traumhafte Insel, die von Neukaledonien inspiriert worden ist. Aber nicht nur bei der Form hat man sich die französische Pazifikinsel als Vorlage genommen. Auch die Landschaft, die Tiere und die Menschen, die dort leben, orientieren sich an echten Begebenheiten. Genau wie die Sprache. Gerät wird entweder französisch oder Drehu. Na, se ci va meni, se ci va ni so a seri la kemen. Faccio che ni ci annulla ne scelecia. A me la meleng, ci esce l'amicud. Drehu redet weltweit nur noch gerade 12'000 Menschen. Der Bezug zu Neukaledonien ist schnell erklärt. Die beiden Gründer stammen von dort. Da überrascht es auch nicht, dass man sich bei den Synchronsprechenden wie auch beim Soundtrack beim lokalen Talent bedient hat. Der Soundtrack ist der perfekte Begleiter auf meinen Inseln/Abenteuerferien. In Chia wird schließlich nicht nur am Strand gesündelt. Es gibt auch eine Geschichte. Die hat mich zwar nicht vom Hocker gerissen, sie sorgt aber durchaus dafür, dass man ein Gespür für die Kultur bekommt. Alles dreht sich dabei um den bösen Tyrann Meavora. Das dämonische Wesen kontrolliert geheimnisvolle Stoffsoldaten auf der Insel und schickt die los, um den Vater der Chia zu entführen. Ah ja, und sein Lieblingsessen? Babys. Chia wirkt zwar oft wie ein Kinderspiel, die Story nimmt aber durchaus ein paar düstere Wendungen. Chia macht sich also auf, ihren Vater zu befreien. Wirklich brisant scheint sie es aber nicht zu haben. Lieber streift sich ein bisschen durch die Insel und lässt sich von den zahlreichen Nebenbeschäftigungen ablenken. Ist ja auch verständlich, die malerische Welt ladet ja gerade dazu ein, einfach mal ein bisschen rumzuchillen und Saltos von der Klippe zu machen. Oder wie wäre es mit einem kleinen Flussrennen? Oder Perlen tauchen? Lieber ein Steintürmchen bauen? Ich könnte auch ein Totem schnitzen, um einen Schrein zu öffnen. Chia ist voll mit so einem Minispiel. In diesen erwähnten Schrein gibt es eine Seelenfrucht und mit der kann ich meinen Seelenspeicher verbessern. Für was ich den brauche? Natürlich für den Seelensprung. Denn Chia besitzt eine magische Fähigkeit. Mit der kann sie in andere Lebewesen springen oder auch in Stein. Aber das ist weniger lustig und braucht man eigentlich auch nie. Im Körper von einer Möwe völlig frei über die Insel zu fliegen, ist einfach ein herrliches Gefühl. Genauso wie mit dem Delfin die bunte Unterwasserwelt zu erkunden und aus dem Wasser zu springen. Ach, das ist grossartig. Nicht ganz so frei fühle ich mich bei der Hauptstory. Die sorgt zwar für Abwechslung durch die verschiedenen Schauplätze, die man besucht. Wirklich viel außer von A nach B laufen und mit jemandem reden macht sie aber auch nicht. Und wenn ich doch mal mehr machen muss, dann kann es teilweise sogar richtig nerven. Das Beispiel gefällig. In einer Quest muss ich mehrere Industrieanlagen infiltrieren. Ja, Industrieanlagen. Auf Chia gibt es nämlich auch noch einen urbanen Teil. Jedenfalls wimmelt es dort von diesen Manu, diesen Stoffwesen. Ich sollte also irgendwelche Bohrer mit explodierenden Steinen sabotieren. Aber ständig werde ich von diesen nervigen Stofffetzen eingefangen. Meistens natürlich genau dann, wenn ich wehrlos am Klettern bin. Ein richtiges Kampfsystem gibt es aber auch nicht. Ich kann denen zwar Laternen und andere brennende Sachen an den Grind werfen, die beste Lösung ist aber meistens einfach rennen. Leider zieht sich der Teil überraschend in die Länge. Aber es ist zum Glück das Einzige, was mich an Chia wirklich genervt hat. Der Rest vom Spiel hat echte Feriengefühle in mir geweckt. Das wunderschöne Panorama, die weißen Strände und das kristallklare Wasser, das ladet einfach zum Verweilen ein. Bis zum Schluss habe ich es wirklich geliebt, die Insel zu erkunden und in den Körper der Tiere herumzufliegen und herumzutauchen. Es wird einfach nie langweilig. Auch nicht die verschiedenen Nebenbeschäftigungen. Sie sind zwar alle ein bisschen anspruchslos, aber genauso sollen doch entspannte Ferien auch sein. Und ein bisschen Kultur vermittelt Chia auch noch. Von der Musik über das Gesang bis zur Geschichte komme ich ein gutes Gespür über für Neukaledonien. Schade, sind meine Ferien auf dieser zauberhaften Insel schon vorbei. Lass mich doch mal schauen, was das als Flugbillett kostet.